Jetzt hätte ich doch beinahe den Start verpasst. Da ist man hier beschäftigt, sucht schon mal das Gesangbuch, damit man nachher in die Kirche kann. Hut, Stock, Schirm. Und verpasst dabei das Webinar. Außerdem muss ich mir noch die Tränen aus den Augen wischen, weil ich habe gerade vorm Geldautomaten gestanden. Guten Morgen in Runde. Ups. Gestern kriegten die Bullen erstmal ordentlich auf die Hörner. Upp, aber vor dir Kühe die Pflicht. Sorry, hätte ich beinahe gewesen. Also in diesem Seminar, der Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer. Information. Der Teilnehmer sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegen dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, denen sich der Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen dieses Seminars oder Webinars beruft, wird weder vom Dozenten noch von Forex-Pro-Systeme noch von deren Partnern oder Erfüllungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex-Pro-Systemen. So, die kann man bei uns einsehen, die kann man sich, vielleicht gibt es sie sogar bald als Hörbuch für die, die zu faul sind zum Lesen. Upp. Wir haben ein hochinteressantes Kursmuster heute. Ich guck jetzt mal, wie wir das jetzt am besten mal auseinanderpflücken. Nach der Protokollverlesung, nach dem Zinsentscheid der Protokollverlesung gestern, gab es ja doch einen leichten Abverkauf. Schauen wir uns das Spiel mal in 5 Minuten an, damit werden wir mal starten. Wie Bild? Habt ihr kein Bild? Doch, ihr habt Bild. Okay, ich werde was ändern. Habt ihr Bild? Könnt ihr jetzt was gucken? Seht ihr jetzt, dass das wichtig ist? Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz auf den 1 Minuten und im Vergleich auf den 5 Minuten. Und zwar nehmen wir uns mal das, was die Amis, die Asiaten heute Nacht hier gebastelt haben. Ufbas, der ist jetzt genau hier oben an diese Kante gelaufen. Also, wir gucken gleich mal, wie weit er Luft hat. Wir sehen, wie er sich hier so richtig schön hochgeschaukelt hat. Wer sich hier für Long entscheidet, ne, dann schön Bescheid sagen. Dann suchen wir uns
ganz schnell die Ziele. Bewegung, schwache Korrektur. Wir sehen, wie die Bewegung sich hier richtig hochgeschaukelt hat. So, wir haben 9,5. Da drüber kommt die Stop Order. Mit ein bisschen Luft, das Brett nicht vergessen. Ich mache das hier im falschen Konto. Das wollen wir jetzt mal nicht. Jetzt aber Shell. Bin auch nur ein Mensch. Wer weiß, wofür es manchmal gut war. So, gleiches Spiel nochmal über die 9, also die 10 ungefähr, kann man die Stop-Order legen. Wir gucken uns aber gleich mal die längerfristige Geschichte an, weil die ist für die Bullen immer noch hochinteressant. Das war's. Ich muss Ihnen nun nebenbei ein paar Sachen beantworten. Sorry. Hier ist die Bewegung gestartet. Auf die 50er aufgesetzt. Positionsgröße bis zum Schluss der Kerze klein halten. Liege ich jetzt bei ungefähr 7. Renate, was verstehst du unter besonders langer Latenzzeit? Machen wir den Erklärbär. Nee, die Erklärbär-Mutti. Ja, aber ich weiß nicht, was du meinst, besonders lang, wo drauf? Ich weiß doch, was eine Latenzzeit ist. Renatchen, das ist auch im norddeutschen Raum übersetzen wir das genauso. Aber was meinst du mit besonders lange Latenzzeit? Wofür? Ich vergessen Sie sie. Die Reaktionszeit ist abends nicht länger als tagsüber. Wenn, dann liegt es an der Internetverbindung. Das kann durchaus sein, dass deine Internetverbindung abends mehr belastet ist. Darfst du nicht vergessen, dass so eine Hauptleitung von mehreren genutzt wird. Das ist jetzt meine Interpretation, ne?
dass eine Internetleitung in der Straße, wo du wohnst und so von mehreren genutzt wird, die wird ja aufgesplittet. Und dann kann es schon mal passieren, dass da verschiedene dranhängen und sich da ein paar Filmchen runterladen und dass die Internetleitung dann wenn du eine Linie verschieben willst, das machst du auf deinem Rechner, nur auf deinem Rechner, nirgendwo anders. Dann ist dein Rechner den ganzen Tag gelaufen und ist abends voll. Also das hat nichts mit der Internetleitung oder sonst irgendwas zu tun. Wenn du in deinem Chart eine Linie einzeichnen willst und willst sie verschieben und das dauert, dann hat das nichts damit zu tun mit deiner Internetleitung oder mit dem Broker oder sonst irgendwas, sondern es ist nur auf deinem Rechner. Das ist die Reaktionszeit von deinem Rechner. Guck mal, da haben wir noch 2,3 Punkte Verlust von gestern. Wenn er die Order greifen sollte, bei 7 gehört der Stop hier drunter, unter die 3, also 1,37029. Und dann werden wir uns mal, er ist dann müde, ja. Ja, schätze, dann muss ich mal wecken, ne? Oder muss ich mal einen Hefeweizen geben, dann wird er auch wach. Ich kenne das. Ich weiß, wovon ich rede. Übrigens ein Punkt noch. Gestern haben ein paar Leute ihre Daten fürs Ticketsystem angefordert. Wer hat die Daten denn korrekt bekommen und wer hat sie nicht korrekt gekriegt? Jungs, und werd doch mal wach hier. Es ist zu warm draußen, seid schon wieder in der Frühjahrsmüdigkeit, oder? Ich habe die Order vergessen, hier runterzuziehen. Sie hätte hier unten schon greifen müssen. Sorry. Wisst doch, warum ich im Paper bin. Die Position wäre schon drin und würde jetzt wahrscheinlich gleich eine geknallt kriegen. Lutz, waren die auch nicht lesbar, als du die im HTML abgerufen hast? Du musst deinem... So. Das Tief ist weg. Order raus. Okay, ich habe das gestern bei den Jungs von Different Solutions, wo unser CRM-System liegt, da wo das parkt, haben wir das gestern reklamiert, weil die PIN-Nummern, die werden von dem System dort automatisch generiert. Und so wie es aussieht, haben die da immer noch einen Bug drinnen. Die spielen heute im Laufe des Tages, spielen die dort ein Update ein, hat man mir gesagt, und dann sollte das, ja, bei mir war es lesbar. Wir haben das hier auf 3 Rechnern probiert, da ging es komischerweise, und bei den Leuten da draußen auch nicht. Also, wer möchte, kann auch seine Sachen über das Kontaktformular regeln. So lange. Das ist nachher gar nicht mehr kompliziert. Ich werde auch einen Film dazu drehen und erläutern, wie man dann das Ticketsystem benutzt, wenn man sich einmal eingeloggt hat und einmal seinen Login-Namen und sein Passwort dort hinterlegt und gespeichert hat. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das speichert der Rechner ab, dann ist man jederzeit sofort wieder drinne. Ansonsten bitte das Kontaktformular nutzen. Wir werden dann das Kontaktformular nur noch dahingehend umbauen, dass da ein paar Pflichtangaben rein müssen. Dann geht das auch darüber. So. Übrigens Ziel unten, wenn die ganze Kiste jetzt dreht,
Das Hoch hat hier in 5 Minuten, hat das Hoch gehalten. Scheiße. Aber das ist nun mal so. Nach unten, nächste Hürde 36,50, in eine 36,50 ungefähr. Aufpassen. Rolando, das ist herrlich. Ich habe eben gerade erzählt, dass der Kurs bis an die 36,50 gehen könnte oder gehen sollte. Da unten müssen wir mit einem Sprungbett rechnen für die Bullen. Genau in dem Augenblick, wo ich die 36,50 ausgesprochen habe, hat Rolando mir gerade geschrieben, die Korrektur könnte bis 1,36,50 gehen. Rolando. Und wir gucken uns das gleich mal an. Jetzt ist es um 8. Schön wäre es, wenn wir jetzt schnell einen Rücklauf kriegen würden bis an die 03, um Short zu gehen. Also umdenken können wir schon mal. Wir warten jetzt eine schöne Korrektur ab bis an die 03. Nach Möglichkeit mit ein, zwei Kerzen und dann, ich bereite schon mal die anderen Charts vor, dass wir uns da die Marken rausziehen. Gucken wir uns aber gleich gemeinsam an, ziehen wir uns die Marken raus. Für heute und für morgen, ne? Aber dazu sollte er uns jetzt schön eine kleine Korrektur geben, der Schnarchsack. Zielbereich hat er schon mal erwischt. Der könnte jetzt ein bisschen Halt bieten, auf jeden Fall so weit, dass wir Gewinnmitnahmen einsetzen bis zur 0,2. Es wären 6 Punkte. Komm, Junge, zeig uns was. Und wir wären schon mal unten bei der 50. So, Rücklauf, genau. Aber hier unten haben wir bei der 59, 58, 59 haben wir einen doppelten Zielbereich. Da unten sollten wir uns schon mal ein Ziel platzieren. Wir ziehen uns gleich mal ein paar Sachen raus. Warum? Das wäre, wenn er die Bewegung jetzt hier zurück macht und dann wirklich da runter marschiert, dann müssen wir in dem Fall auch da unten glatt stellen. Ne, Roland, glatt stellen. Ich weiß, er hätte immer den Knopf immer oder den Mauszeiger schon immer auf dem Button Position drehen. Aber da unten hätten wir ein ideales Sprungbrett für die Bullen. Jetzt fangen wir an, hier drunter mit ein bisschen Luft eine Short-Position zu platzieren. Sabine und Guido, wann wollt ihr denn eigentlich losfahren? Seid ihr überhaupt schon weg? So. Und jetzt lasse ich ganz bewusst
das Ding auch da oben liegen. Nochmaliger Rücklauf bis hierher ist durchaus möglich und wir geben ihm noch ein bisschen Luft bis an die dahin darf er zurücklaufen. Ja nicht ganz dicht heute. Hier unten haben wir die 88 als nächsten Zielbereich, der erstmal ziehen dürfte, spätestens da. 89 spätestens da müssten wir leicht war ich hier mit der Short-Stop-Order, mich da einstoppen zu lassen, ein bisschen zu schnell. Ich habe sie hier unter diese Korrekturkerze gelegt, aber weil er so viel Dampf hier aufnimmt, haben wir den oft, dass er richtig Gas gibt, nur ganz schwach korrigiert. Jetzt muss ich damit leben, dass er zurücklaufen kann bis an die 03. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir haben den TP bei 74. Ich lege den genau hier runter, da wo er hin soll. Bertolt kommt drauf an, wo, ne? Wir schauen uns mal, ja, zur Nummer so mit 9 Punkten leben, ne? Ist dann nun mal so. Hier haben wir den übergeordneten Chart. Der Spike hier, der hat diese Hochs hier schon mal verletzt. Jetzt dürften die tief hier ziehen. Diese beiden sind das nächste. Hier haben wir einen Dreifachboden im 4-Stunden-Chart und hier unten haben wir das Hoch, das alte Ausbruchslevel. Das heißt, wir haben das Ausbruchslevel hier bei 45 und die Tiefs haben wir hier bei 59 und die 59 deckt sich wieder mit unseren Zielbereichen. Wenn ich mit dem jetzt nicht so weit im Risiko wäre, würde ich jetzt hier noch einen nachlegen. Und hier unten deckt sich das mit unseren Zielbereichen hier, mit den doppelten Zielbereichen. Also wenn er hier unten diesen Zielbereich nimmt und die Pivot hier unten knackt, dürften wir einen freien Fall erleben. Und hier unten dürften die Bullen. Danke, Roland. Hier unten dürften die Bullen aufs Trapez gerufen werden, die dieses Ausbruchslevel und diesen Doppelboden oder Dreifachboden von vorher als Sprungbrett nutzen, um sich in den völlig intakten Aufwärtstrend, den wir haben, den gucken wir uns gleich nochmal an, um sich in diesen völlig intakten Aufwärtstrend einzukaufen. Das heißt, gucken wir uns das nochmal an. Ja, der Trend ist völlig intakt.
Die Linien lassen wir drinnen. Und jetzt gucken wir mal, dass er hier genau die Luft hat im Laufe des Tages irgendwie bis hier runter zu spiken. Selbst die, die hier danach handeln, wir können das auch mal auffächern für die Jungs, die die vorherigen Tiefs nehmen. Das dürfen wir nicht, die dürfen wir nicht vergessen, wenn ich alleine hier. Diesen Spike dort außer Acht lassen, dass wir einfach als Fake nehmen, dann sind wir nämlich schon mit dieser oder mit der nächsten Kerze hätten wir schon hier genau den Kreuzwiderstand aus diesem Hoch. Aber noch ein bisschen Luft. Aber genau hier hätten wir den Kreuzwiderstand, der den Bullen ein Sprungbrett sein sollte und dass die sich dort einkaufen. Wir müssen damit rechnen, dass hier ein Haufen Order liegen, die genau hier in diesem Bereich platziert sind. Die, die hier diesen Boden handeln, die, die hier dieses Hoch handeln und die diesen Aufwärtstrend handeln hier, die lauern hier in diesem Bereich mit Limits. Wir können uns aber nicht blind darauf verlassen, dass er genau bis hier runter spiked, sondern die Limits können auch ein Stück höher liegen, also müssten wir, die Shorties müssten dann auch damit leben, dass hier die der Kurs hier kurz darüber dreht. Rolando, dein Wille sei mir Befehl. Das geht wahrscheinlich in 1 Stunden besser als in 4 Stunden. Gucken wir mal, was uns dieses Spiel hier bringt. Muss ich mir nachher mal im 1-Stunden-Chart angucken, die Werte werden wir nachher auch ganz in unserem Blog veröffentlichen. Richtig Dampf sieht anders aus, ne? Weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir haben noch keinen Schlusskurs darüber. Ansonsten werde ich mich nämlich jetzt aus dieser Position verabschieden. Nehmen lieber 4 Punkte in Kauf.
auch nur, es geht ja auch nur um die Punkte. Ich bin auch nur mit einem hier drinnen platziert. Ich hätte auch eine kleine Positionsgröße. Ich wäre nur mit einem Standardlot oder so eingestiegen. Weil die 5-Minuten-Kerze hier dagegen spricht. Wir haben hier gegen die 5-Minuten-Kerze gehandelt. Aber die Position war vorher drinnen. Ich war nur ein bisschen früh da unten. Ich habe mich echt von diesem Spike hier verarschen lassen. Das ist, wenn man dann konzentriert ist und so viele Sachen auf einmal macht. Das kann man im hohen Alter eben nicht mehr. Sollte man die Finger von lassen. Glaube ich mal so. Die Frauen würden jetzt sagen, es liegt nicht am Alter, es liegt am Geschlecht. Wieso dreht's gleich wieder, Manfred? Bist du long? Dann sollte ich meine Position mal schließen, Manfred. Das ist doch ein Scheißspiel hier. In welchen Bundesländern ist heute überhaupt alles Feiertag? Weiß das einer? Lass die nicht komplett gegen mich laufen. Zu spät. Roland, du bist raus, oder? Roland war hier unten ganz frech. Und hat hier unten die Position gedreht, dass ich geschortet habe, hatte die gelongt. Ich mache das nicht mehr so unkonzentriert hier. Morgen ist auch überall Feiertag, richtig. Ich habe vorhin noch um 4 Uhr draufgelegt. Ja, danke, das kann ich jetzt gebrauchen. Er hat mir gerade mitgeteilt, dass er die Position auf meinem Live-Konto hier unten rausgenommen hat, bei 98, bei 99. Super. So schnacken kann ich auch. Da haben wir genau die Stops hier oben geholt.
Das sind genau die Punkte. Manche Tage hat man einen Blick, manche Tage hat man ein Gefühl, manche Tage greift man nur ins Klo. Bei mir ist das wahrscheinlich heute Sonntag. Ich soll heute nichts Ernstes machen. Ich glaube, es ist gesünder, da ein Feiertag ist und morgen ja auch Feiertag. Man kann ja hin und her feiern von Bundesland zu Bundesland. Ich glaube, ich mache mir heute Mittag irgendwo ein Bier auf und dann ist gut. Gibt man viel entspannter ran. Rolando hat sein TP, der hat hier unten ganz frech gelongt. Diese Formation, die ich hier zu früh geschortet habe, muss ich zugeben, das war zu früh. Rolando hat sein TP auf 18. Könnte wetten, er ist schon lange break-even, wenn nicht sogar schon im Gewinn. Rolando, wenn ich dir einen Tipp geben darf, weiß nicht, ob mir das heute zusteht, will ich einen Stop jetzt hier unten auf 02, 01 ziehen. Du bist bei 95, hast du gelongt, dann bist du hier auf jeden Fall mit 5, 6 Punkten vorne. Wenn er wieder dieses Spiel macht, dass er sich jetzt hier die ganze Zeit zwischen 95 und 10, hier in der 10, 15 Punkte Range bewegt, dann werden wir vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir nicht die Zeiten verschieben, dass wir morgens mal nicht 7:30, 8:15 anfangen, sondern dass wir morgens um 8 anfangen und bis um 10 handeln. Vielleicht mache ich das auch mal ein paar Tage, dass wir von 7:30 bis um 10 handeln oder bis 9:30, 10, sowas um den Dreh rum. Um gleich parallel auf die E-Mails, die ich hier nebenbei beantworte, einzugehen. Übernächste Woche habe ich Messe, Roland. Der Login auf unserer Homepage, der funktioniert mit dem Vornamen und mit dem Nachnamen. Nicht mit der E-Mail-Adresse, wie fälschlicherweise mitgeteilt. Ich kann gerne sonst nochmal die E-Mail an alle rausschicken, die dazu berechtigt sind. Also die E-Mail, die ihr gekriegt habt, die war mit dem Login-Namen, die war leider falsch, weil ich die Login-Namen falsch importiert habe. Volumen im Future immer gleich, stimmt Renate, das spricht auch für seitwärts, da wird sich so schnell auch nichts dran ändern. Ich werde mal in den Renate, weil dein Lebenslauf so interessant ist. Du willst ja wohl nicht etwa auf die Messe kommen, oder? Bist du da auf dem Weg nach Hause? Oder lass mich den Stopp ruhig da liegen, irgendwo unter die. Bei der 01 oder 00 sagt mir Big Figure irgendwo in der Nähe.
überhaupt noch irgendwas zu erwarten? Nur Arbeitslosenhilfeanträge heute Nachmittag. Und Arbeitslosenquote. Naja. Ich mache euch mal einen Vorschlag. Hin und her eiern wollen wir hier nicht. Wir machen nächste Woche dann mal mit kurzen Unterbrechungen. Ich überlege mal, welchen Tag, eventuell den Mittwoch. Wir haben nächste Woche einen Haufen Handwerker im Haus. Wir müssen hier eine Menge tun. Ich werde mal gucken, welchen Tag wir dafür wählen. Wahrscheinlich den Dienstag oder den Mittwoch. Dass wir nächste Woche nur einen Tag machen und dafür aber recht lange. Dass wir einfach mal einen ganzen Vormittag, was weiß ich, bis 11 oder so zusammen handeln, so mit kurzer Kaffeepause. Ja. Dass wir einfach mal einen ganzen Vormittag zusammen durchhandeln und den auch komplett für den Support nutzen. Das heißt, ich werde den Tag dafür nutzen, den Vormittag dafür nutzen, auch einen Haufen Sachen zu erläutern anhand der Plattform. Vielleicht werde ich das mit Christoph zusammen machen oder vielleicht auch mit Helmut. Guck euch 5 Minuten an, uff das. Ich war mit meinem Schauer zu geizig, ich hab's gewusst. Der 61 hat gehalten. Scheiße. Scheiße sagt man nicht, da geht die Moral in den Arsch, ich weiß. Dass wir nächste Woche das komprimieren auf einen Tag, dann braucht ihr nicht jeden Morgen den Wecker stellen. Und ich kann meine Handwerker hier betreuen und kann meine Messevorbereitung hier zum Teil machen. Dass wir mal einen Vormittag, was ich morgens um 8 anfangen und dann bis 11 oder bis zum Mittagessen irgendwie mal mit kurzen Kaffeepausen einfach mal durchziehen und dann auch alle Supportfragen beantworten. Ich werde dazu eine E-Mail rausschicken am Sonntag. Und dann wäre es schön, wenn ihr euch darauf auch einigermaßen vorbereitet. Also dann so eine Fragen wie Login und so weiter. Wie logge ich mich wo ein? Wie läuft Ticket? Wie mache ich dies? Wie ziehe ich eine Linie? Wie kriege ich die Linie als Stop wieder raus? Und. Dass wir über so eine Sachen dann einfach mal den Vormittag hier kommunizieren, wenn dazu Interesse besteht. Ich werde das nachher in der Mail rausschicken und Anfragen stellen, wenn wir da 70, 80, 90 Leute wären, wäre das ganz interessant. Dann würden wir das tun. Ja, der Spike hier, der ging durch die 61 durch, Renate, hast du recht. Shorties. Oh, Lutz, wie soll ich das denn verstehen? Das kann doch beleidigend sein.
Frau, ich muss nur nebenbei noch Aufträge rausgeben hier. Ich habe festgestellt, dass mein Messestand noch alt ist. Wir haben das ganze Corporate Design geändert. Wir haben ein neues Logo, wir haben neue Farben mit allem drum und dran. Und jetzt haben wir in 14 Tagen Messe und mein Messestand ist noch auf alt. Ich hoffe, dass ich den heute auch jetzt noch in Auftrag geben kann und dann, dass ich den noch produziert kriege. Hier haben wir nur 2 Wochen. Das wird mit Sicherheit was, meine liebe Sonja. Wird das denn was mit den Signalen, die du versendest? Haben die Umfrage dazu ja noch nicht gestartet. Wir würden dazu, wenn wir das technisch soweit haben, werden wir dazu eine Umfrage rausschicken und es ist eine Mindestanzahl von Buchungen erforderlich, weil der technische Aufwand nicht ganz ohne ist. Macht Papa genau das, was er den anderen sagt, was man nicht darf? Kotzt gerade. Also, die Werte haben. Was ist denn hier los? Er muss mit Musik hier unten jetzt durch. Wenn er das wieder nicht schafft, ist das reines Stop-Abfischen. Die Werte haben immer noch Gültigkeit. Ich schreibe die auch gleich in den Blog. Die könnt ihr euch dort angucken. Nach unten. Weil ich bin jetzt hier zu unkonzentriert. Ich muss hier ein paar Sachen machen. Deswegen werde ich mich hier gleich zurückziehen. Ihr könnt den Feiertag genießen. Dafür werden wir nächste Woche dieses Vormittagstraining machen. Hier unten merkt euch die 50 bis 60, den 50 bis 60er Bereich. Dort unten würde ich unbedingt glattstellen. Oder den Stop irgendwie auf 70 legen, je nachdem, wo man reinkommt. Also auf jeden Fall aufs Tagesziel und dann, aber hier unten, dass das hier unten als Sprungbrett für die Bullen benutzt wird, dass hier unten die letzten Limits geholt werden und auch die letzten Stops abgearbeitet werden. Das ist sehr wahrscheinlich. Das behaltet schön im Auge. Ich kümmere mich jetzt um meine Messevorbereitung hier. Guido und Sabine, wir sehen uns nachher. Circa 15 Uhr, fahrt schön langsam. Es ist kalt. Und wir sehen und hören und Big Figure Range, ja. Wir sehen und hören uns dann am Dienstag oder Mittwoch in aller Frühe. Und werden dann versuchen, da mal längerfristig, mal so lange wie wir durchhalten hier, so lange wie wir einigermaßen fit sind und konzentriert sind, nicht so wie heute, dass wir dann da versuchen, ein bisschen was aus dem Markt zu kitzeln und vor allen Dingen die Supportfragen so weit wie möglich abzuarbeiten. Dann kann ich das Ding nämlich hinterher auseinanderpflücken, kann es auf YouTube hochladen und kann dort Support-Videos rausschneiden, wo wir dann Punkt für Punkt erläutern und werden das auf die Homepage setzen, dass das dann auch keiner vergisst. Nun, genießt das. Gott sprach, ab jetzt ist Wochenende, habt Spaß und tut, wonach es euch gelüstet.
Wir sehen uns wieder in der kommenden Woche, Dienstag oder Mittwoch früh. Euch ein wunderschönes Wochenende, genießt es, zieht euch warm an, die Kälte greift den Darm an, das wird arschkalt am Wochenende. Habe ich gestern jedenfalls im Fernsehen gesehen, also in unserem Fernsehen hier. Also nächste Woche Mütze auf, Schal um, warme Socken an und dann am Dienstag oder Mittwoch nehmt euch etwas mehr Zeit. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss.